Ich denke immer, das beste Mittel, Gott zu erkennen, ist viel zu lieben. Liebe einen Freund, eine Frau, ein Ding, was immer du willst, dann bist du auf dem Weg, mehr über ihn zu erfahren. Das ist es, was ich mir sage. Aber man muss mit einer hohen und ernsten, intimen Sympathie lieben, mit Stärke, mit Einsicht, und man muss immer versuchen, tiefer, besser und mehr zu erkennen. Das führt zu Gott. Das führt zu unerschütterlichem Glauben. Ich glaube, je mehr man liebt, desto mehr will man handeln. Denn Liebe, die nur ein Gefühl ist, würde ich gar nicht als Liebe anerkennen. Man soll lieben, so viel man kann. Und darin liegt die wahre Stärke. Und wer viel liebt, der tut auch viel. Und der vermag viel. Und was in Liebe getan wird, das ist gut getan. Es ist gut, den Glauben zu bewahren, dass alles viel wunderbarer ist, als man fassen kann, denn das ist die Wahrheit. Es ist gut, ein feinfühliges, demütiges und zärtliches Herz zu haben. Es ist gut, wissend zu sein in den Dingen, die den Weisen und Gescheiten dieser Welt verborgen sind, die aber von Natur aus den Armen und Einfältigen, den Frauen und den kleinen Kindern offenbart sind. Denn was könnte man Besseres lernen, als das, was Gott von Natur aus in jede Menschenseele gelegt hat, was in der Tiefe jeder Seele lebt und liebt, hofft und glaubt?